Ja, man muss vielleicht ein bisschen das nüchterner betrachten. Ich habe auch einige Bälle weggeschmissen heute. Ich glaube, wenn es nicht mein erstes Spiel hier beim Turnier gewesen wäre, hätten nicht einige Leute so euphorisch gesagt, super Spiel, super Einstand. Aber ich bin trotzdem froh, dass es ja halbwegs gut lief. Ich hatte viele gute Aktionen und das war wichtig, um ins Turnier reinzukommen. Ja, sehr geil. Es freut mich, dass wir das heutige Spiel nochmal gewinnen konnten. Es ist natürlich unser Anliegen, dass wir heute, auch wenn es um im Grunde nichts mehr ging, dieses Spiel nochmal für die Fans, die uns hier so großartig unterstützt haben, gut über die Runden bringen und hier nochmal die Welle, die wir entfacht haben, weiter bestehen lassen können. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir haben den Europameister geschlagen und können uns jetzt auf Norwegen vorbereiten. Ich würde sagen, sehr, sehr guter Abschluss, um uns auch nochmal Danke zu sagen und auch mal eine dankbare Leistung zu zeigen, um dem Ganzen auch Tribut zu zollen, was die Fans hier abgerissen haben. Ist toll hier, auch wenn heute natürlich das Spiel ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen ohne Wertung war, dadurch, dass das vorher schon feststand, dass wir ja fast Gruppenerster sind, da wir hätten, glaube ich, mit 9 Toren verlieren müssen. Ja, ist trotzdem einfach Wahnsinn. Also was hier für eine Euphorie jetzt herrscht, es war wieder ausverkauft, es war wieder eine tolle Atmosphäre, es war ein tolles Spiel auch gegen Spanien, es ist kein einfacher Gegner und ja, es macht riesig Spaß.